So, das kennt man ja schon. Da hat sich jetzt noch nicht so viel geändert am Eingangsbereich. Doch, vorne sind Parkplätze. Und jetzt guckt mal hier, ein wunderschöner Wartebereich. Typisch omanisch eingerichtet. Sehr schön. Ah, ich mache mal das Licht wieder aus. Ja, ordentlicher Mensch. Weil ihr wisst ja, das Millennium Resort Salalah verfügt über keinen eigenen Strand. Da findet ein Shuttle statt. So, und hier, das kommt noch alles, ist noch nicht fertig, aber schon sehr schön geworden. Es wird mittags hier auch demnächst Essen geben. Offizielle Eröffnung ist am 22. Oktober. Und endlich, Maschallah, eine professionelle Kaffeemaschine. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer diesen Vorschlag gemacht hat. Auf welchem Mist ist das wohl gewachsen? So, hier kann man auch schön, wenn man möchte, Billard spielen. Soweit ich informiert bin, kommt auch noch eine Dartscheibe hier hin. Noch ist nicht alles fertig. Und alte Teile vom Auto sind als Kunst recycelt worden. Eine tolle Idee, wie ich finde. Super umgesetzt. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber, ne, Gemach, Gemach. Und auch, ja, die Toiletten sind neu gemacht. Es gibt einen, gerade abgeschlossen. Welcome, welcome. So, man sieht, es ist alles live. Einen Ruhebereich, wo man lesen kann. Also ihr könnt eure gelesenen, ausgelesenen Bücher könnt ihr hier deponieren, ne, und tauschen, also sozusagen eine Bücherei. Was es auch gibt, was neu ist, es gibt eine Massageliege, also Massage sozusagen am Strand bzw. im Garten. Der Garten ist noch nicht fertig. Also da bitte etwas Geduld. Und was auch neu ist, hier man sieht es, Millennium Resort Salalah. Es gibt einen Spielbereich für die Kiddies. Ich habe ja immer gesagt, das ist so schade, das Hotel ist eigentlich nichts für Kinder. Ne? Aber auch das hat sich geändert. Schöner, weicher Boden übrigens. Ne? Und hier ist der Umkleideraum. Sieht man das überhaupt, wenn ich jetzt so reingehe? Hier ist der Umkleideraum für die Damen. Und hier dann auch die Toiletten. Ist da eigentlich eine Dusche? Jetzt muss ich selber mal gucken. Nee, das ist nur der Umkleideraum. Ja. Hier, ihr seht, ich muss auch erst mal gucken. Und so. Der Garten ist noch nicht fertig. Da kommt die Outdoor-Küche hin. So wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall kommen da Sitzplätze hin. Wie man sieht, auch da ist alles recycelt worden. Also alte Autoreifen sind angemalt worden. Da kommen noch Kissen drauf. Auf Tonnen sind die Tische montiert worden oder die Tischplatte. Also die Idee an sich ist nicht verkehrt, finde ich gut, weil, was die wenigsten wissen, das ist ja auch zum Beispiel im, hier die Dusche, die ist geblieben, das ist ja auch zum Beispiel im, na sag mal schnell, in der Eco Soli Lodge der Fall, hier diese Stämme. Das sind die alten Strommasten. Unsere Strommasten sind aus Holz und die haben die wiederverwendet. Ebenso in der Eco Soli Lodge, da sind die ganzen Blockhütten aus diesen alten Strommasten errichtet worden. So, ich
werde mich jetzt in die Sonne setzen und ich bin alleine, allein, allein. Ich genieße es und mein Schiff ist auch da. So, in diesem Sinne, macht es gut, bye bye.